Okay. Das heißt, das sind Grolmenziffern. Kriegen wir die Zyklopentür vielleicht mit dem Zyklopenschädel geöffnet? Nein. Ja, komm, ich plündere sie wenigstens, die Spinnen. Weil ich glaube, das Einzige, was ich ihnen wirklich rausmontieren kann, sind Giftzähne. So. Säule. Nee, das bringt nichts. Okay. Zyklopischer Druckschalter. Ah. So, wir haben wieder Erfahrungspunkte, um was zu steigern. Für mich Mut. Vorgrim kann gerade nichts steigern. Das bin ich. Und ihr beide steigert mal Zauber weiter. So. Mein Atem geht ruhig. Du genauso. Gut. Wir haben die Zyklopentür jetzt mal aufbekommen. Toll, es ist hier eine kaputte Brücke. Oh, Feuergeister. Auch die schwache Sorte. Zum Glück habe ich mehr als genug Brandsalbe. Dass ich jedem mal 5 davon abgeben kann. Ich soll es ja den richtigen Personen geben. Ich versuche mein Bestes. Sprich, Freund. Aufgepasst!
Alles klar. Thorax. Okay, die Explosionen machen uns trotzdem noch Schaden. Okay, und das haut Gladys total um. Yandra Aikara. Candidus. Sanja. Alauja. Aldraso. So, Feuerherzen müssen wir einsammeln. Ja, ich musste lediglich eine Säule gegen einen Druckschalter kippen lassen. Ich wünschte, alle Hindernisse, die mir hier unten noch bevorstehen, ließen sich so leicht überwinden. Ja, gelang über die Feuerbrücke. Wer bitte baut eine Brücke, dass der das Mittelteil fehlt? Die Gräume waren schon ein psychotisches Völkchen. Ein erkaltetes Feuerherz. Und hier drin? Drei erkaltete Feuerherzen. Okay, also müssen wir hier drei reinlegen. Das ist also die Zahl für drei. Das hier ist die andere Zahl. Okay, damit öffnen wir schon mal eine Brücke. Stehen Feuergeister auf den Dingern. Angrosch hat uns eine Brücke aus Feuer gesandt. Der hat nicht viel HP. Das will ich nicht. Lass das mal vor, Grippa. Komm schon. Ihr könnt ruhig alle angreifen. Okay. Mandaya, na klar. Bevor wir irgendwas weiter töten, halt vor Grimm. Halt vor Grimm gleich nochmal. Okay. Jetzt heißt es dann vor Grimm verarzten, wenn er wieder aufsteht. Mehr Feuerherzen, okay. Sprich, Freund. Das bin ich. Und vor Grimm heilen. So, wie viele habe ich jetzt wieder? Feuerherzen. Nochmal 6. Okay, hier müssen 2 rein. Und hier müssen 4 rein, nach der Erkenntnis. So. Da
Das öffnet den Weg weiter. Okay, Geräumentafeln. Ja. Man sollte Flammengeister nicht unterschätzen. Sie können offensichtlich nicht nur Brücken in Brand setzen, sondern auch Lavavorhänge versiegen lassen. Flammengeister zaufern, um die Brücke zu entzünden. Ein einfacher Hebel hätte es auch getan. Wenigstens sind die Lavatrittsteine tragfähig. So, das heißt, ich kann die erkalteten Herzen jetzt hier wieder rausnehmen. Die bleiben dann aktiv. Die Feuergeister. Hä, was ist da hin? Zu benutzen. Okay, gehen wir nochmal kurz nach da hinten zurück gleich. Wer hat Level abgekriegt? Gwendala. Bogen können wir leider nicht steigern. Hier ist auch alles Max. Hier auch. Wir können das noch auf Maximum bringen. Und Bogenbau von mir aus erstmal so. Das bin ich. Hier ist alles in Ordnung. Ja. Sanja. Meint ihr? Aber was kann ich da hinten jetzt benutzen? Eine Schatztruhe? Cool, hinter dem Lavavorhang war die ganze Zeit eine Schatztruhe. Boah, und jetzt ist hier alles viel feuriger. Diamantschleifstein, Diamantschleifstein, Ausdauertränke, Heiltrank, Zauberkrank. Ja, schöne Ausbeute. Aufgepasst. Okay. So, ich hoffe mal, dass es das jetzt mit den Feuerelementaren war. Ich habe jetzt 20 erkaltete Feuerherzen. Die kann ich, glaube ich, in der Zwergenstadt nachher irgendwie verkaufen. So. Diese Falle sollte besser von einem Fachmann entschärft werden. Also ja, wir müssen alle... Ich versuche mein Bestes. ...einzeln hier drüber lotsen. Das bin ich. Und zwar Platte für Platte, weil sonst kommt irgendeiner auf die Idee, einfach hinterher zu laufen. Lass das mal vor Grimm machen. Also Augen böse. Mein Atem geht ruhig. So. Gut. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also wenn ich mir das so ansehe, ist alles bis auf diese Platte hier jeweils rot. Also das macht die Mitte. So. Cutscene ist immer gut. Ein großes Drachenskelett mit einem sehr großen Karfunkel.
Ja, und Level-Ups für alle.